Ja, servus meine Jungs und Mädels, ich begrüße euch mal wieder zurück zu einer Folge Rainbow Six. Wie lange ist es her, dass ich Rainbow Six gespielt habe? Wirklich lange. Und wir spielen direkt mal Ranked heute. Ich bin auch immer so randoms unterwegs, also ich bin hier nicht mit Leuten, die ich kenne. Und wieso bin ich am Laden? What the fuck? Was ist da los? So, da sind wir dann in der Runde drin. Ich habe das jetzt einfach hoffentlich rausgekattet, wie wir hier unnötig gewartet haben. Ja, schön Weltkrieg natürlich in der Verteidigung. Ist einfach mein Char. Oder ist einfach mein Operator. Gucken wir mal wieder rein. Lange nicht gespielt. Muss mich auch mal einranken. Und ich habe ja auch die neue... Wo ist die hin? Doch die neue Dingens. So, die guten alten Kameraspots. Oh, lol. Lol, das war falsch. Genau das wollte ich. Und dann noch eine. Da oben hin. Haben die hier zugemacht? Das ist ziemlich dumm. Das ist ziemlich dumm gewesen. Okay. Gucken wir jetzt mal in die Camps, was wir so haben. Ja, okay, die habe ich scheiße geworfen. Die hätte ich anders hinwerfen sollen, aber gut. Dafür ist die ganz gut gekommen. Haben wir denn was? Wenn wir mit 100%iger Sicherheit von oben versuchen. Was willst du hier? Meine Ecke. Raus mit dir. Wie gesagt, ich habe es lange nicht gespielt. Pass auf, wir haben jetzt... Ah, da ist komplett zugemacht worden. At B. Nice. Gut, zwei tot, sehr gut. Vergessen. Ah, Mann, da war der schon da rumgelaufen. Fuck. Ja, da war er gut. War nicht schlecht. Da ist er rumgelaufen. Das ist auch der, der da durchgeschossen hatte. Ah, da hat mich gehört, dass ich in die Cam bin. Ah, schade. Schade, schade, schade. Ja, lang nicht gespielt. Echt, ich muss echt wieder reinkommen ins Game. So ein bisschen. Der hatte nur noch eine Knarre. Was ist denn los mit dem? Der hatte nur noch eine Knarre, der Kollege. Don't mind. Okay, wir haben mit 4 gegen 5 jetzt verloren. Natürlich relativ schlecht. Ja, ich würde sagen, wir nehmen Hibana wie immer. Nehme ich ja eigentlich auch hauptsächlich im Angriff. Ist ja auch so mein Main irgendwie so ein bisschen im Angriff. Aber ich mag Hibana halt einfach, weil die einfach alles aufmachen kann. Ne? Das ist das Geile halt an ihr. Die kann halt immer alles schön aufmachen. Und wir stehen auch kurz vor der nächsten Season. Die nächste Season läuft ja bald an mit den zwei neuen Operator, mit diesem... Ja, ist der Alibi und Maestro kommen ja ins Spiel rein. Ja, 5 ist 4, das sollten wir geben. Wieso lade ich schon wieder? We can't lose this. Ja, eigentlich nicht, das stimmt natürlich schon. Da ja, müssen wir mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Ah, so, jetzt geht's aber wieder hier. Ja, wieso ich so lange Ladezeit habe? We must win this. Ja, ja, wir müssten das mal gewinnen, das wäre nicht schlecht. Nicht kitchen auf jeden Fall. Sind selbe Pose, same position. Ich
Ich werde mein Glück von oben probieren. Das heißt, ich werde meine Drohne versuchen hochzukriegen. Ich überlebt es. Okay, die haben einen Roamer oben. Virgil ist hier. Also Virgil ist oben. Einfach mal Testschuss. Kann er immer mal was bringen. Mit den alten Kameraspots kennt man natürlich. Ist der neu? Nee, das ist mir nie so aufgefallen, das kann auch sein. Sagen, hockt doch da einer in der Ecke oder was? Gucken wir mal. Da hat einer von der Treppe aus zugemacht. Down, das ist schlecht. The diffuser is no longer in possession. The diffuser is now secured. Knock knock. Sehr nice. Gucken wir erstmal, wo jemand ist. Es kann nur noch einer unten sein. Kann jetzt auch im Laufen, ne? Ja, just waiting. 30 Sekunden noch. Ich muss gucken, wo der jetzt ist. Fuck, ich muss schnell sehen, wo der ist. 20 Sekunden haben wir noch. 15 seconds left. 10 seconds remaining. Ja, wird nichts mehr. 5 seconds. Down to one friendly. Tja, was zu machen? Time expired. Haben wir zu lange gebraucht. Aber hey, ich habe zumindest überlebt und habe einen Kill gemacht. Wenigstens das. Also ich kann sagen, ich habe wenigstens was geleistet. Gut, war nichts. Nächste Runde muss besser werden. Ich spiele natürlich wieder Valkyrie. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin fast schon für Bar. Meiner Meinung nach ist Bar etwas besser. Du hast zwar das Problem mit hier unten und so, also mit dem, ich hab vergessen, wie das Ding oben heißt, halt dir das Fenster oben auf dem Dach, das da, aber ansonsten, ja, vielleicht, ja, Leute, das vergessen, dass das ja noch nicht geht, hab ich vergessen, machen wir da meine obligatorische Kamera. Ich hab mich immer bis jetzt dahin gemacht. Gott, bin ich schlecht. Ich war gerade sagen, was ist denn da los? Das Schöne an dem Valkyrie Elite Skin ist ja,
die Kameras sind sehr, sehr schwer zu erkennen. Na, die war scheiße. Ich hoffe, die sieht man nicht sofort. Ja, das ist ja da. Danke. Oh, oh, es wird jetzt... Oh, nee, das ist mir zu heikel. Das ist mir jetzt echt zu heikel da. Versuche mich einfach mal auf meine Kameras zu verlassen, die ich gemacht habe. Oh, was ist denn mit der los? Die sind alle unten, ne? Keiner ist hier oben, außer der Rook. Rook ist der Einzige, der hier oben ist. Ja, man sieht seinen Rotpunkt. Der hat einen Rotpunkt, der Kollege. Wo ist der gestorben? Da unten. Okay, brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Also ich kann ihn hier mal gerade dicht machen. Das heißt, der ist auch nicht auf dem Dach. Also ich kann mir mal gerade die Rüstung krallen. Scheint das zu. Alles klar. Das wollte ich nämlich nur überprüfen. Ich will das jetzt hier sicher spielen, die Runde. Wieso nicht? Der Kamera sehe ich ihn aber auch nicht. Hat der Langeweile oder ist er das am Zerschießen? Ist er das am Zerschießen? Er hat Langeweile, alter Schwede. Ah, so. Sehr schön gemacht. Ich habe mich an meinen Beitrag dazu gerade beigetragen, indem ich ihn markiert habe. Okay, er hat den wahrscheinlich auch so gesehen. Also, wäre relativ Wumpe gewesen. Ja, gut. 1:2 erst. Muss besser werden. Überlegen, ob ich mal Lyon nehmen soll oder sogar Finca nehmen soll. Eigentlich, ich will die Bahner behalten, weil mir ist es immer noch am liebsten, wenn ich mit ihr alles aufmachen kann. Jekyll, give me the diffuser. I don't have the diffuser. Diffuser, Jekyll. Ja, ist zu spät. Ich glaube, der hat wahrscheinlich wieder seinen eigenen Plan. Mit dem Diffuser. Ja, was der jetzt wieder für einen Blödsinn anstellt. Gucken, ob sie jetzt wieder da sind. Ah, nee, können sie ja nicht. Schlimm, können sie ja nicht. Sie haben mal verteidigt bekommen. Das heißt, sie könnten jetzt hier unten sein. Oder selbe Position wie wir. Also, ja, sind hier unten. Moment. Jetzt ziehe meine Drohne lieber mal hier. They have no sniper. They blew it. Frage ist, wo wir reinkommen. Die beste Posi ist eigentlich, wenn du den Gang hier schützt und da vorne an der Ecke legst. Wenn du das hinkriegst, den Gang hier zu schützen, kannst du da vorne in der Ecke legen und dann hast du die Runde sicher eigentlich. Aber muss man erstmal hinkriegen, ne? Spawn Peak. Ist immer so eine Sache. Wir prüfen mal gerade was, ob hier jemand in der Nähe ist. Ja, ich habe hier jemanden gerade gehört. Hier irgendwo ist einer. Ah, siehst du, da ist Legion ist da. Oh, nice. Lol, alter Schwede, dein fucking Ernst. Jump der runter. Er ist
da. Okay, das war's. Oh, jetzt dahin ist der Legion runtergejumpt, der Vogel. Ich hab damit im ersten Moment nicht gerechnet, dass der da wirklich runterjumpt. Boah, pff, Alter, was ein sauberer Headshot. Nice gemacht, schön gemacht. Man muss aber natürlich immer dazu sagen, das ist 4 gegen 5, ist es nicht wirklich fair. Wäre natürlich geil, wenn es ein bisschen anders wäre. Nochmal. Nochmal Kamin sein. Diesmal werde ich aber nach oben gehen. Diesmal werde ich nicht unten bleiben. Ich war jetzt in der ersten Runde, das war ja seit langem mal wieder die erste Runde, die ich gespielt habe. War ich ein bisschen endverwirrt. Deshalb werden wir es dieses Mal anders machen. Ich werde diesmal nach oben gehen. Und werde gucken, ob wir das diesmal besser hinkriegen. Ich werde aber auf jeden Fall noch hier vorher noch dicht machen. Dahin auf jeden Fall. Be advised, Op 4 has found a bomb. Eine dahin. Den Hallway, da spare ich. Oder doch lieber Hallway. Wäre besser, ne? Keine miese Funds. Mal gucken, wo ich meine Kamera platz. Down to 5 seconds. Mich verarschen, das ist doch eine Drohne. Okay. Das haben wir, aber ich gehe auf jeden Fall nach oben. Ich will nur Stress hier machen, mehr will ich hier nicht machen. Camps ausrichten. So. Dann wissen auch mal, wenn ich so gucke, meine Waffe sieht durch das Loch. Schon da. Scheinbar hat keiner Interesse, hier oben reinzukommen. Kein Interesse daran, hier hochzukommen. Sehr gut, die Mira hat einen. Zwei noch. Zwei gegen vier. For last stop standing. Okay, dann halt so. Dann halt so. Nice. One more round. Ja, trotzdem muss man dazu sagen, Kollegen, wir sind 4 gegen 5. Und so ganz, ganz easy machen wir es jetzt auch wieder nicht, ne? Aber okay. Probieren wir es. Sollen wir letzte Runde nochmal einen anderen spielen? Ich überlege gerade, oder soll ich. Ach komm, ich bleibe bei Hibana, komm. Ist einfach mein Attack Main, ist einfach so. Wir bleiben einfach dabei. Sophia. Ja, es ist echt ungewöhnlich gewesen, wenn ich überlege, das ist ja wirklich die erste Season gewesen, wo zwei Operator auf derselben Seite reingekommen sind. Und ja, mal gucken. I took Dukibi already. Don't talk. Oh, die Fresse! So, entweder sind sie jetzt. Ja, sie können nicht hier sein, ich bin doof.
Ich wette, die Typen sind wahrscheinlich oben. Sie werden nicht nochmal Küche gehen. Ja, sie sind oben, habe ich da gesagt. Be advised, your drone has located a bomb. Oh fuck, meine Drohne ist im Arsch. Ich versuche eigentlich immer meine Drohne ein bisschen zu schützen, aber ich wollte halt den Dings, den Dings markieren. Was mich so ein bisschen wundert, dass... Also ich weiß auch nicht, ich finde eine Valkyrie in der Verteidigung immer, immer eigentlich sehr wichtig. Immer wieder so den Spawn-Peak-Schuss machen. Man weiß ja nie, ob da irgendjemand davor ist. Weggeschossen. Ich gehe dazu. Ich gehe auf jeden Fall von oben. Also sie eh ganz oben sind. Mal einen leichten Kill hinkriegen können durchs Oberlicht. Und erstmal den Sam-Spot Number One ab. Gucken, ob da jemand sich versteckt. Ja, da versteckt sich komischerweise keiner mehr. Was schade für mich ist. Going live. Oh, den kennen mittlerweile auch viele, scheinbar. Muss man ja, finde ich, mittlerweile auch, auch gut aufpassen. Machen wir da mal auf. Ganz radikal machen wir da mal auf. Gut, dass einer den mitgenommen hat. Finde ich sehr gut. Und da kann keiner schießen. Okay, Bar ist wohl keiner. Da von da hinten, guck dir das mal an. Von da hinten. Warum ist denn einer jetzt entfernt worden, frage ich mich. Ich würde gerne wissen, wieso da einer entfernt wurde. Jetzt okay. Ja, was willst du machen? Wer hätte das gedacht, dass der auf einmal von da kommt? Mein Netfakt. Ach so, der ist rausgeflogen einfach nur. Naja, okay. Komm, probieren wir es. Nein. Die beste Runde hatten wir in Bar eigentlich, meiner Meinung nach. Okay, die wollen wieder Kaminsaal gehen. Gehen wir halt wieder dahin. Okay, wie sie wollen. Come on, stupid game. Guys, make sure you get armor. Ja, dann schmeiß die mal schnell, Kollege. Eigentlich schon, muss man sagen, nicht gerade eine Glanzleistung hier, dass wir hier 3:3 stehen. Ja, gut, dass alle rumstehen. War zufrieden? Haben alle gekriegt, ne? Immer meine üblichen Kameras werden wir setzen. Die Kamera ist, glaube ich, die haben die meisten gar nicht auf dem Schirm, diese Kamera. Macht das mittlerweile ganz gerne, die im Boden näher zu platzieren. Aber die sieht man einfach nicht, die Kameras. Gucken wir mal, was ist mit der jetzt geworden? Ah, okay, die ist gut. Nice. Ist alles gut soweit. Okay, der Dings ist oben, der Virgil. Spawn-Kill-Time. Ne, da mach ich gar nicht mit. Das mache ich gar nicht mit, Kollege. Ich bleib diesmal wieder unten. In der ersten Runde. Hoffentlich wird mir das nicht zum Verhängnis jetzt. Was ist schon hart dumm, dazu zu machen, ne? Das ist schon wirklich hart dumm. Nee, lieber hier dicht machen. Ah, scheiße, was. Ich vergesse das jedes Mal, dass der Schacht da unten ist. Wie man sieht, ne, die Kamera, die haben die meisten nicht auf dem Schirm, weil die halt unterm Tisch klebt.
Meiner Meinung nach die meine Lieblingskamera hier. Habe ich einen erwischt? Den habe ich sogar gut erwischt. Der hat gut was verloren. Ey, Window. Weißt du, deswegen ist es schlecht, wenn man dazu macht, weil da kann man nämlich schön verteidigen. Das sind Leute, die wissen sowas nicht. Ja, das war der, den ich angeschossen hatte. Da habe ich einen Assist für gekriegt. Ich bin echt ein bisschen aus der Übung. Ich laufe in Angles rein, wo man nicht reinlaufen sollte. Weil man von da aus gekillt werden kann auf bestimmten wie man da sagt, Angle. Sagt man ja im Japanischen, im Englischen. Der ist da, ne? Kann das sein? Jetzt gucken gerade drei Leute auf dieses scheiß Loch. Kann das sein? Okay, wo war er jetzt? Würde ich gerne wissen. Ich habe in der Runde 2 Kills geholt, okay. Let's go. Ja, jetzt müssen wir die 5. Runde natürlich auch noch holen, ne? Aber wenn wir die jetzt nicht holen, haben wir ein Problem. Ich nutze jetzt mal einen anderen Charakter. Wir haben jetzt wirklich mehrmals einen anderen probiert. Ich nehme jetzt mal Finker, weil vielleicht kriegen wir das hin, wenn ich da diesen Push mache, dass wir da, dass die Kollegen da ein bisschen schneller sich beeilen wollen oder sowas, weißt du? Okay, jetzt blitzert er den Diffuser. Aber wie gesagt, mit Ruhm dürfen wir uns hier nicht bekleckern. Wir haben ja wirklich... Wir sind am Kämpfen. Eigentlich sollte das nicht so sein. Ich wollte sagen, schlecht geschossen. Ich habe zumindest wieder entdeckt, das ist wenigstens wichtig, dass die Leute wissen, wo es ist. Ja, der gute alte, ich spring aus Objekt Trick mit der Drohne, kennt man ja. Der gute alte Trick. Okay, Mira, ich frage mich, wie sie Mira benutzen wollen. Jetzt habe ich natürlich nicht die Bana genommen. Super geil, hätte man richtig geil nutzen können jetzt gegen Mira. Jetzt in der Runde nehmen die Mira, jetzt wo ich die Banner nicht genommen habe. Aber wir müssen mal was reißen, mal langsam. Warte, ich schieße da immer ganz gerne drauf. Spawn-Kickern und so. Was ich doof ist, dass Finker halt, Finker kein ACOG hat, ne? Die hat halt nur ein Holo und so. Dass ein Kollege verletzt wird, werde ich direkt den Push anmachen. Oben ist aber scheinbar keiner, ne, der hier durch wollte. Ist keiner oben vom Verteidiger, das wundert mich so ein bisschen. Ich gucke gerade eben nochmal da hinten nach. Ob hier irgendwo einer ist, aber scheinbar ist ja auch keiner. Warte, ich muss kurz überlegen, wo war der Spot? Der war hier, ne? Hier war der Spot, meine ich. Okay, gut, wäre gewesen. Aber, ja, hier ist er noch. Stimmt, ich wusste ungefähr noch, wo der Spot war. Ich muss mir ein bisschen reinfinden ins Spiel. Ich habe jetzt ab so lange nicht getroffen, weil da in der Ecke versteckt sich ja immer sehr gerne jemand.
Haben wir also gut hingekriegt. Ich habe mit Finger auch mal den Helm ausgezogen, weil ich finde, der sieht total dämlich aus. Ja, aber das soll es dann gewesen sein, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Lasst mir ein Like da und lasst mir einen Kommentar da, wenn ihr wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von, hier, ne, Rainbow Six wieder und so. Also, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao!